Hallo und herzlich willkommen, meine liebe CK-Crew. Hier ist euer Commander Keule zum Freaky Friday, Factsheet Friday. Es ist mal wieder soweit, Leute. Wir haben die letzten Factsheets, die letzten Datenblätter von unseren lieben Giants Farming Simulator 2019 bekommen. Und zwar zum Anderson DLC haben wir jetzt die letzten 6 Geräte bekommen. Hier fange ich direkt mal an. Ihr seht schon ja das erste Bild hier. Das ist der RBM Pro 2000. Das ist ja der eine Autoloader, Ballenautoloader für 72.200 Euro mit 24 Rundballen, die da drauf gehen. Bei dem Ding ist das so, ich habe ja schon im ersten Video, was ich euch mal gezeigt habe, so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das einer ist, der quasi separat zu dem anderen Rundballenloader Silageballen aufnehmen kann. Der hat halt eine andere Aufnahme, der hat hinten auf der Tragfläche, auf der Ablagefläche, sieht man auch leicht in den Bildern, dass da halt so Gummi Rollen drauf sind, die halt besser dafür sorgen können, dass man halt diese gewickelten Ballen dann auch abladen kann, dass sie halt ganz huge einfach runterrollen und auch runtergehen von dem Wagen. Wenn das alles aus Metall wäre, dann würde diese Folie daran fest backen und nicht vernünftig sich lösen, und deswegen sind die hier mit Gummirollen versehen. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen was anderes als zu dem normalen Autoloader Rundballen, den es aber auch im Anderson DLC gibt. Deswegen müssen wir unbedingt, am Dienstag kommt ja das DLC raus, werden wir auf meinem Kanal auch direkt mit dem großen Test durchstarten. Heißt, ich werde euch instant den riesen Test machen und alle Geräte mit euch zusammen durchprobieren, probieren, welche Ballen können wir alle mit, zum Beispiel mit diesem Ladewagen fahren. Gehen hier auch normale Ballen drauf oder gehen hier nur Silageballen drauf etc. pp. Werden wir alles ausprobieren. Kommen wir einfach zum nächsten Bild. Das Anderson Stark Pro 7200, und das ist jetzt der Kantballen, Quaderballen Ladewagen, wo 16 Ballen draufgehen für 89.000 Euro. Auch hier ist der wird nachher auch Silageballen aufnehmen, gehe ich mal stark von aus, aber wir werden das alles, wie gesagt, ausprobieren, austesten, alles, was gehen da für Ballen drauf, gehen da auch gewickelte Ballen drauf, oder ist das schon wieder ein bisschen was anderes, weil auch hier gibt es natürlich noch einen anderen Ladewagen für Kantballen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und dort müssen wir dann einfach mal alles ausprobieren. Das ist auf jeden Fall der Stark Pro 7200. 16 Ballen gehen hier drauf. Wir haben ja immer mal so ein bisschen Gemischmaß. Wie viel passen da drauf? Es sind genauso viele wie bei dem Standard Quaderballen Autoloader, den wir auch schon in-game haben. So, dann haben wir hier einmal die kleine Ballenwickelmaschine. Das ist der RB580. Das ist der Bale Wrapper für 19.500 Euro. Und hier machen wir Rundballen, Silageballen. Das ist quasi der kleine Bruder, bloß halt von Marke Anderson, zu den kleinen Rundwickler, den wir schon drin haben im 19er. Aber wer natürlich das DLC sich kauft und trotzdem auf Rundballen steht und die nachher wickeln will, kann natürlich auch Anderson nehmen. Muss man natürlich den Abgleich machen. Wie viel kostet der? Wie viel Slots verbraucht diese Geräte? Das ist ja ganz wichtig für viele. Für mich zum Beispiel auf meiner Marvel Manor Farm, da bin ich echt am äußersten Limit, was Slots angeht, und da muss ich echt gucken, welche Maschinen kaufe ich, welche Maschine verbraucht weniger Slots etc. pp. Und da sind meistens die Mod-Geschichten und DLC-Geschichten, welche die sogar manchmal weniger verbrauchen als die Standardgeräte. Ja, kommen wir zum nächsten. Das ist der Holzladewagen, ja, der M160 der Marke Anderson. Auch hier haben wir einen Wagen, wo wir 3 bis 4 Meter lange Baumstämme hinten aufladen können. 19.600 Euro kostet das Ding. Ist halt von der Marke Anderson. Hier wäre halt auch der Test bzw. der Vergleich zu dem vorhandenen, was wir schon bekommen haben. Wir haben ja jetzt auch schon wieder einen als Mod bekommen, zu gucken, wie ist der Greifer. Funktioniert der Greifer zu 100%? Backt der hier vielleicht nicht so rum? Backt er hier mehr rum, wie groß ist die Greifkraft und so weiter und so fort. Backen die Baumstämme auf dem Wagen hin und her, backen sie durch die Spanngurte durch, können die Spanngurte das festhalten etc. pp. Das werden wir alles ausprobieren, wie schon zu Anfang erwähnt. Dann haben wir einmal unser wichtigste Gerät, und zwar ist das ja einmal unser Hybrid X Extractor. Das ist ja der große. Wir hatten ja letzte Woche zum Freitag hatten wir ja den kleinen, wo nur Rundballen reingehen. Das hier ist der große Wickler, wo wir ja jetzt mittlerweile schon wissen, dass der einen Ball nacheinander die ganze Zeit wickelt. Wir wissen auch schon, dass es heißt, wenn wir da hingehen an die Ballen und den Ballen abdecken wollen, dass das wie beim BGA-Bunker funktioniert. Wir gehen da hin und drücken einfach abdecken, dann haben wir da einen Ballen liegen. Spannend ist jetzt natürlich noch die Geschichte, wenn das alles gewickelt bleibt.
Kann ich das als einzelne Ball nehmen? Ist das ein langer Schlauch oder nicht? Deckt sich komplett das Stück für Stück ab, wenn ich einmal angefangen habe, das abzudecken? Das werden wir alles ausprobieren. Auf jeden Fall ist das der X-Traktor, der große Hybrid X für 34.900 Euro. Hier können wir Rundballen wie auch Quaderballen reinpacken und werden das Ganze einfach mal ausprobieren. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, ein paar Ballen vorbereitet, weil für mich stellen sich da noch ein paar andere Fragen, aber dazu mehr am Dienstag. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter zu dem nächsten. Das ist nämlich dann auch last but not least unser Futtermischwagen. Das ist der A700, das ist der kleinere von den beiden. Wir haben ja auch noch den A900. Der hier kostet 70.500 Euro, gehen maximal, also gehe einfach mal davon aus, dass das die Max-Werte sind, die hier angegeben werden. 23.475 Liter gehen dann da rein in den größten von denen. Wir haben ja schon gesehen im ersten Video, was ich gezeigt habe, dass wir da halt konfigurieren können wahrscheinlich und uns aussuchen können, wie groß die nachher sind. Wie auch den einen Mod, habe ich zwar auch schon so ein bisschen spekuliert, dass wir eben Mod-Futtermischwagen kriegen, haben wir auch bekommen. Den können wir ja auch die Größe ändern, bis zu 18.000 Liter, glaube ich, geht der. Der hier hat dann 23.000 Liter und der A900 hatte, glaube ich, hatten wir den A900 eigentlich mit drin? Ich glaube, den A900 hatten wir auch mit drin. Der ist dann nochmal ein Stück größer. Der ist ja auch ein Dreiachser. Ja, das waren die Factsheets für heute. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was wir am Dienstag alles so austesten wollen, was euch vielleicht interessiert, was ich mit reinnehmen soll. Im großen Livestream am Dienstag machen wir den Riesentest. Sobald ich das DLC gedownloadet habe, werde ich mit euch durchstarten und alles samt testen. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns nachher in einem Livestream. Ich freue mich drauf. Multiplayer-Time ist wieder angesagt. Und lasst euch mal überraschen, was wir heute so treiben. Das war es von meiner Seite aus. Wenn euch das gefallen hat, droppt ein Like. Droppt, wie gesagt, die paar Kommentare, was ihr zu den Maschinenersten sagt und was ihr gerne alles getestet haben wollt. Tschö mit Ö, euer Commander Keule.